Hi, mein Name ist Arne und wir kommen jetzt zum eigentlichen Kraftpaket aus der Arts Vintage Serie. Und zwar trifft hier Leder auf Leder mit dem Boxsack und den passenden Handschuhen. Ich zeige dir jetzt, wie wir ein kleines Ausdauertraining und auch ein Krafttraining damit kombinieren. Und wir fangen erstmal mit den wichtigsten Grundtechniken an, und zwar den Schlägen. Du beginnst auf der rechten Seite, rechtes Bein, Führungsbein ist vorn, und zwar hast du hier einmal die Schlaghand. Guck, dass der Arm nie ganz gestreckt ist, und die Schlagkraft kommt nicht durch den Schwung des Arms, sondern kommt eher daher, dass du einen kleinen Punch ausführst. Dann siehst du auch, bleibt der Boxsack, zack, bei mir, kraftvolle Bewegung, und dann kommt der Crossarm. Pam, pam, zack, zack. Ja, erste Technik von hier aus. Kurzer Kontakt. Versuch dann, dich so ein bisschen auf den Boxsack einzustimmen. Der geht ein bisschen weg, kommt wieder zu dir. Und wechsel dann mal die Seite. Ja, beide Seiten sollten trainiert werden. Kurze Schläge, kurze Pause. So, und die Pause nutzen wir jetzt, um eine effektive Beinbewegung zu machen, die klassischen Squats. Das ist so ein bisschen wie, du weichst aus, du gehst nach unten, hältst aber auch die Deckung der Handschuhe. Und zwar machen wir zwei Schläge, pam, pam, tief, tief, down. Kannst auch so eine leichte Kreisbewegung einbauen. Ja, optimales Training für den Rumpf. Andere Seite. Ja, jetzt probieren wir, beide Seiten miteinander zu kombinieren. Und zwar machen wir Schlag, Schlag, Down, Wechselsprung, und dann probieren wir das auf der anderen Seite. Ready? Und zwar hier. Pam, pam, tief, hopp, pam, pam, tief, hopp. Ja, direkt wieder in die Standposition zurück. Und dann das Ganze 30 Sekunden lang und dann erstmal wieder durchatmen. Man merkt sofort, wie das Herz-Kreislauf-System in Schwung kommt. Und jetzt machen wir mal eine andere Kombination. Wir haben so die klassischen Schläge, Frontarm und Crossarm. Du kannst jetzt auch dir vorstellen, dass du dem Gegner so ein bisschen unten in die Bauchgegend haust. Das heißt, du fokussierst, pam, pam, unten, oben, unten, oben. Und kannst jetzt auch die Schläge oben noch kombinieren. Ja, schnelle Schlagkombinationen, unten, oben, wie du möchtest. Du kannst dir deine eigenen Kombinationen ausdenken und dir immer vorstellen, ob hier Zahlen sind, 1, 2, 3, 4. Und das Ganze sollte auch immer noch mit der anderen Seite ausgeführt werden. Was können wir noch machen? Beispielsweise klassisches Intervalltraining. Vor dem Boxsack aufstellen, paralleler Stand, kleine schnelle Schläge. Wir machen so 4 Stück. Danach auf die Hände, in den Jump, zurück und wieder hoch. Ready? Gut, probieren wir's. Jump, jump. Und einmal kurz anhalten. Jetzt machen wir das Ganze mal folgendermaßen. Und zwar, ich mache das Ganze mit einer Liegestützbewegung. Schlag, Schlag. Machen wir nur 2. Runter, Jump. Und dann kommt der Liegestütz nach unten. Und wieder hoch. Ready? Gut, von hier aus. 2 Schläge. Down. Und wieder zurück. In die Position. Pam, pam. Down. Push-ups. Optimale Federung durch die Handschuhe für die Fäuste. Kann auch als direkter Burpee gemacht werden. Down und up. So siehst du, kannst du ein abwechslungsreiches Training machen, was nicht nur die Ausdauer trainiert, sondern auch ein bisschen die Kraft. Teste das Ganze mit den richtigen Materialien und du wirst sicherlich Spaß am Boxen haben. Viel Spaß mit dem Boxsack und den Handschuhen.